Ja, herzlich willkommen jetzt dann hier zum zweiten Bewerbungsgespräch, Interview. Und zwar haben wir nämlich heute Abend drei weitere Hortler noch eingeladen. Und zwar ist es einmal der Cerebro, habe ich das richtig gelesen? Nee. Cerbo. Hallo Cerbo. Hallo. Und dann haben wir noch den Cortex. Moin. Cortex. Der ist sogar hier von BlackRock. Und Ike. Wenn ich das richtig sehe. Guten ne? Abend. Guten Abend, das ist der Heal Priest. Richtig. Ja. Wenn es euch anderen nichts ausmacht, würde ich gerne, furchtbar gerne mit dem Cortex anfangen, weil auf den war ich gestern ja schon so gespannt. Ich weiß nicht, Cortex, hast du die Bewerbungsanalyse gesehen? Ich bin erst später dazu gekommen. Man hat mir das Größte bereits gesagt. Das Größte hat man dir gesagt. Was ist denn das Größte? Ja, die Begeisterung mit dem, dass überall auf einmal einer einsteht. Ja, richtig. Also du wurdest auf jeden Fall durch die Drachenseele, also schon mal zur Erklärung, der gute Cortex hat halt bei der Drachenseele überall quasi ein Einstehen bei dem Heroic-Boss, also hat jeden Heroic-Boss einmal gemacht, was einfach schon rein der Logik gebietend, ja, also ich sag mal, wenn man da halt ganz normal durchprogresst, legt man nicht alles einmal. Also entweder ist Cortex Magier hier ein Twink von ihm und er hat eigentlich noch einen Mancher, oder aber er hat hier, wo auf BlackRock ist, bei Genuine einen Joyride quasi gewonnen und wurde da einmal durchgezogen. Eins von beiden, denke ich, ist das wahrscheinlich Ode. Nee, von den beiden ist keins der Fall. Und wie ist das passiert? Dann erzähl's also, mal. Also ich bin eigentlich generell einer, ich will nicht sagen, ich hasse es mit Random zu spielen, aber ich vermeide es größtenteils. Mhm. Und ich hatte jetzt so keine Gilde halt, also Raid-Gilde. Mhm. Und hab zum größten Teil halt nur PvE gemacht oder hab hier nach monatelanger Arbeit halt mein Legendary weiter zusammengefarmt. Das war übrigens der einzigste Wand, den ich mir am Ende doch noch sozusagen erkauft habe. Ja, das hat mich ja auch gewundert, ne, dass du quasi das Legendary hast. Den ich spät gekriegt habe. Ne, überhaupt hast. Fand ich schon erstaunlich im Vergleich halt dazu, dass du nur einmal in einer Dings gewesen bist. Aber ja, erzähl weiter. Also, du magst Randoms nicht und du hattest keine Raid-Gruppe. Ja, Randoms an sich mag ich schon. Ich meine, wenn mich ein Random fragt, ob ich jeden bei mir helfen kann, dann bin ich der Letzte. Geht ja nicht um die Leute, sondern um die Gruppen. Nee, ich hasse einfach Random Raids und dann mit dem Ganzen weiterkommen und ja, deshalb hat mich dann, weil ich halt nur noch PvP gemacht habe, hat mich dann halt der gute Swish von der Gilde Maw gefragt, ob ich halt mal Bock habe, bei dem mitzukommen. Da habe ich gesagt, komm, gehst du jetzt diesmal was anderes, diesmal, wie die Story weitergeht und ja, dann habe ich das halt gemacht. Ja gut, ob es jetzt bei Genuine oder bei irgendeiner anderen Gilde, aber jedenfalls wurdest du halt einmal von der Gilde durchgezogen quasi. Na, gezogen möchte ich es nicht nennen, aber das hört sich besser an. Doch, also du hast ja nie da einen Progress gemacht, also wenn das kein Ziehen ist, dann... Ne? Ich habe keinen richtigen Progress gemacht, ich habe nur ab und an mich da mal random hast du denn überhaupt schon mal Raid Progress gemacht? Ja, bei Utopie, das ist dir bestimmt sehr großer Begriff. Ich hörte von Utopie. Ja, das weiß ich. Erzähl weiter. Bei Utopie warst du also Cortex. Ja, und und das war wirklich die einzigste Raid-Gilde mit, wo es mir halt wirklich in welcher Zeit warst du da? Ich war, nachdem sie wieder auf BlackRock gekommen sind. Ah ja. Mit dem tollen Song. Kennst du den Utopie zurück auf Black Box Song? Von OC? Oh ja, ist super geil, oder? Also, Utopie! Das ist wirklich eine Vergewaltigung dieses Liedes. Unglaublich schlecht. Aber naja, wenn man sich dann noch das Rapper von Grandmaster Sweetie anhört, ist schon... Ja, aber ist echt ein netter Kerl, da kann man nichts sagen. Wer, Sweetie? Ja, ich find schon. Ja. Ja. Ich meine, ich weiß ja jetzt nicht, was ihr da hattet oder warum es da bei euch wieder auseinander gegangen ist, aber... Nein. Also ist nicht, dass wir hatten da nichts Schlechtes oder so. Ich fand nur dieses Video lustig. Ich hatte wirklich nichts Negatives mit Sweetie oder mit den anderen, den kann ich ja gar nicht, der das Video gemacht hat. Aber so an sich war es wirklich mit die einzigste Raid-Gilde, wo das Raiden, abgesehen vom Progress, wirklich richtig Spaß gemacht hat.
Muss man ja auch Das sagen, war sind ja auch wirklich, relativ gut. wirklich der Hammer. Es war lustig, die haben sich gegenseitig geholfen und das war einfach einzigartig. Das war mega geil. Jetzt sind ja auch relativ gut zurückgekommen dann. Okay, also in der Zeit hast du quasi als einziges richtigen Progress gemacht. Ja, Okay. halt Ja, vier, fünf was gibt es Tage die sonst noch Woche. für dich über dich zu wissen? Ja, an sich bin ich ein ganz normaler, wie jeder andere. Heißt, ich habe eigentlich meine Ausbildung gemacht zum technischen Assistenten für Informatik und habe keinen Arbeitsplatz gekriegt, leider, und habe jetzt nochmal eine zum Kfz-Mechatroniker begonnen. Und werde mal schauen, je nachdem. Ich hoffe es danach auf jeden Fall noch den Meister machen. Okay. Ja. Und wie hattest du so Zeit, theoretisch? Eigentlich immer abends ab, ja, 18, 19 Uhr, meistens 18, im Dreh rum. 18, 19 Uhr bin ich meistens da. Okay, ja. Was gibt's Spannendes über dich noch zu wissen, beziehungsweise was möchtest du Spannendes über das Projekt und über, ja, von uns vielleicht wissen, was dich interessiert? Also an dich, von dir würde ich halt gerne wissen, wie du dir das vorgestellt hast mit den Ratern, wie viele, ob du halt Hardcore-Progress machen möchtest oder eher Semi oder wie Ja, du dir das so vorstellst von den Ratern ich ungefähr. hatte ja schon mal erzählt, dass wir jetzt hier nicht irgendwie eine richtig krasse Progress-Gilde machen wollten, sondern wenn dann schon, ich meine, 500 bis 1000 ist jetzt eigentlich, auch wenn vielleicht da jetzt andere was anderes sagen, ist es eigentlich halt nicht so viel, finde ich, ne? Und nach Möglichkeit wollte ich da schon das auf jeden Fall so machen, dass es noch für mich machbar ist auch, ja, weil ich kann jetzt halt nicht irgendwie 5 Abende die Woche WoW abends zocken. Das geht halt einfach nicht, weil ich zu viel ja, zu tun habe, auch noch mit der Website, ja. Also das ist halt nicht so eine Sache. Also deswegen, ich hatte wahrscheinlich gedacht an irgendwie 3 im Progress und vielleicht 4, ja, so Tage. Das wäre Hört sich doch gut an. die maximale Sache, die einfach ganz realistisch gesehen dabei rumkommen kann. Ob da jetzt dann letztlich diese 500 bis 1000 bei rumkommen, weiß ich auch nicht, ne? Das kann ich natürlich nicht sagen. Es wäre halt nur so die Zielsetzung. Also für mich ist halt auf jeden Fall so, dass ich nicht irgendwie so raiden möchte, dass quasi, ja, ich weiß irgendwie, dass wir Leute mithaben, die halt bei jedem Raid irgendwie einen Fehler machen oder so in die Richtung, ne? Das wäre meine einzige Zielsetzung, ne? Dass Leute halt an sich arbeiten, etc. Ja, sonst noch Fragen von dir? Eigentlich nicht, das meiste hat sich geklärt dann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mit dem lieben Serbo, dem anderen Magier, den wir hier hatten, Jo, gern. weiter. Ja, ich bin der Marcel, bin 23 Jahre alt, noch Bio-Student, Ja, komme genau, aus du dem hattest Südhessen. keinen Legendary, ne? Ja, genau, das kommt, weil ich im Islands Progress in Wechsel hatte vom Charakter. Da habe ich meinen Heildruiden gespielt. Habe dann erst wieder gegen Ende zu Firelands meinen Magier gespielt und habe halt die Legendary Quest angefangen, aber habe es jetzt nur bis in letzte Stufe gemacht. Achso, da war quasi ein kleiner Charakterwechsel auch bei dir, ja, Ja, genau, hat da der stattgefunden. war bedingt, weil wir nur eine Zehnergruppe waren und da waren dann die Heilerer. Und da habe ich dann gesagt, hier komm, bevor wir gar nichts machen, spiele ich lieber den Heildruiden Ja, als ist den ja Mage. auch sinnvoll, sag ich mal, ne? Das zu Auch. machen. Ja, WoW spiele ich seit 6 Jahren jetzt im August. Habe ich angefangen 2006. Habe Das ist okay. erst auf Seiten der Allianz angefangen, auf dem Server Arrigos. Und habe dort erstmal so ein bisschen herumexperimentiert, welcher Char zu mir am besten passt. Hab dann gegen Ende von Classic gesagt, ja gut, den Mage werde ich spielen. Hab dann mit Burning Crusade relativ schnell die Gilde gewechselt, zu der Server Top 3 Gilde, Band of Brothers war das damals. Hab dann mit denen dort komplett Burning Crusade verbracht, erfolgreich waren, bevor der 3.0 Patch kam, waren wir vor den Twins gestanden und haben das dann noch geklärt. Und zu
Wrath of the Lich King, dann ist dann die Gilde nach und nach zerbrochen. Und da habe ich dann einen Wechsel gemacht in die Top 1 Gilde, Noxa vom Server. Kenn ich, Kennt ja. man vielleicht. Ja. Da habe ich dann den Ulduar Progress verbracht, Anfang von PDOK. Und habe dann wegen Real Life, Abitur und Zivi, habe ich dann halt eine etwas längere Pause gemacht. Bracht, genau. Ja, und eigentlich schon so mein Werdegang. Zu Beginn von Kata wollte ich eigentlich wieder untraden, ging aber am Anfang nicht, wegen der Universität, und wir haben dann Wie noch gebaut. Wie weit warst du jetzt noch mal im Moment im Progress? Im Moment habe ich 6 von 8, aber unsere Gilde hat 8 von 8 gemacht. Ich konnte jetzt nur wegen dem Seminar, konnte ich eine Woche lang nicht raden, und genau in der Woche haben wir Spine und Madness gekillt. Ah ja. Aber 70 Strides habe ich auf Madness, auf Spine noch mitgemacht. Okay. Das ist natürlich eine ganze Menge. Ja. Ja, was mich noch interessieren würde, natürlich ist, ich weiß nicht, ob du es jetzt gesagt hattest, aber beruflich, was machst du, beziehungsweise nicht beruflich? Bier, Biologie. Was? Bieren, Biologie. Ah, okay. Zweiten Semester. Das war irgendwie abgehackt, deswegen habe ich es erst nicht verstanden. Sorry. Okay. Ja, auch an dich vielleicht nochmal die Frage, hast du irgendwelche Sachen, die dich interessieren? Was mich interessiert ist, ob du das Projekt mit anderen Community-Seiten in Kooperation führst, gerade Richtung Mana Flask oder so. Nein. Im Moment nicht, also quasi nur von meiner Seite. War jetzt nicht geplant, das mit einer anderen Seite zu machen. Ja, Zerbo. Ansonsten, was hörst du so für Musik? Ist ja eine Standardfrage, die ich heute noch gar nicht gestellt habe. Fiel mir gerade auf, wie mir auch gesagt wurde im Chat. Musik höre ich eigentlich breit gefächert. Von Rise Against bis Hardcore-Sachen, Bring Me the Horizon. Oder dann auch mal, je nach Laune, Elektromusik, was halt gerade in den Charts dann noch läuft. Okay. Ich gucke gerade noch mal was hier nach. Ja, okay. So, habe ich sonst noch Fragen? Das ist jetzt die Frage an dich. Spontan erstmal nicht. Stelle ich mal zurück. Okay. Was war, beziehungsweise die beiden Magier, könnten wir mal sagen, was ihr durchschnittliches Item-Level ist? Und was ihr für ein Spec spielen? 401, du und Cortex? Moment, mein durchschnittliches ist ausgerüstet 388. Und Spec war? Also Skillung? Feuer. 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 Alles klar. Gut, dann kommen wir natürlich zu unserem Heiler, der uns hier so stillschweigend geheilt hat, aber auch ein bisschen Damage nebenbei macht, wie ich sehe, mit fast so eine Disrespeckung, Spec. Jupp. Ja, ich wollte euch nicht zwischenreinreden. Also ich bin der Sebastian, ich bin 24 Jahre alt, momentan noch Student, studiere Verwaltungsökonomie und ja, spiele jetzt WoW seit 3 Jahren. Richtig angefangen zu raiden habe ich eigentlich mit ICC damals. Ja, Heiler, ich spiele eigentlich nur Heiler, es macht mir am meisten Spaß und ich habe alle Heilerklassen eigentlich schon durch. Je nachdem, was halt gerade gebraucht wird im Content. Anfang T11 habe ich zum Beispiel meinen Resto Shami noch gespielt aus ICC und der war dann ja nicht so pralle. Dann habe ich gewechselt auf meinen Priester und da bin ich jetzt hängen geblieben momentan noch. Muss aber sagen, dass auf dem Beta-Server mir der Monk Ach genau, das war jetzt richtig, noch eine Frage. Richtig gut gefällt. Wenn ich mal ganz kurz an die anderen nochmal zurückgehen durfte, hattet ihr einen Beta-Account? Ja. Ich bin auch bei dir in der Gilde drin. In der Beta-Gilde, ja gut, da machen wir genau. Jetzt ja im Moment noch nicht so viel, weil, ja. Erzähl weiter, Ike. Ja, ich bin jetzt, was Gilden betrifft, immer noch, sag ich mal, auf der Suche nach einer richtigen. Ich habe das Problem bei mir, dass ich entweder in eine Gilde reinkomme, wo ich
mich mit den Leuten super verstehe. Da allerdings die, ich sag mal, Philosophie eine etwas andere ist. Also die sind dann nicht so sehr auf Progress. Die legen es dann doch mal eher irgendwie im NHC und ja, haben es nicht so mit Wipen. Sind aber trotzdem relativ gut durchgekommen. Aber für mich ist halt WoW Raiden, ja, und für das Geld, das ich zahle. Was war jetzt deine momentane Erfahrung, auch wenn du es vielleicht schon mal gesagt hast? Kannst du es nochmal wiederholen? Ja, es ist gerade ein bisschen blöd, weil ich habe Push-to-Talk drin, weil meine Tastatur ein bisschen laut ist. Was hast du denn für eine Tastatur? Ja, die Black Widow. Das dachte ich mir, ja. Ja, also meine Erfahrung ist, in ICC haben wir alles bis auf dem LK down gehabt. Das war dann halt meine erste Raid-Instanz. Dann kam T11. T11 war ein bisschen unglücklich für mich, eben weil Charakterwechsel da war und dann eben auch noch ein Gildenwechsel anstand. Da war ich jetzt dann nicht so prall dabei. Da haben wir die Endbosse gar nicht down gehabt. Und ja, Firelands. Es steht zwar drin, dass ich ihn 10-mal gekillt habe, Ragnaros, muss ich allerdings sagen, ich habe eine Gruppe gegründet, um das Mount zu farmen. Wir sind damals bis P4 gekommen und es ist blöd, weil wenn ich meine Alt-Taste drücke, dann kann ich nicht heilen. Tja, so ist das manchmal, ne? Ja. Wie gesagt, also Ragnaros hat es dann irgendwie ein bisschen gescheitert. Die Leute sind auch relativ schnell ja, demotiviert gewesen. Und das war halt dann überhaupt nicht mein Ding, weil ich meine, Ragnaros war relativ schwer und Eine Frage. genau sowas macht dann halt eben auch Spaß. Ich meine, gerade dieses Progressen an sich, das macht mir halt enorm viel Spaß. Also dieses Durchgehen und Loot sammeln, das ist nicht so mein Ding, aber dieses Ranarbeiten, das Rantasten an den Boss und Sachen probieren und hin und her, genau das macht mir Spaß und das hat halt bei der einen Gilde nicht so funktioniert. Die waren relativ schnell gefrustet und dann bin ich jetzt zu meiner derzeitigen Gilde gegangen und ja, wir sind eigentlich Dragon's Hold relativ gut durchgekommen. Ist es auch nicht so der Content und ich freue mich halt ist schon richtig auf Mist of Pandaria, auf den Raid-Content, weil Dragon's Hold hat mich jetzt nicht so angesprochen vom Design her. Okay. Ja. Ja. Was würde dich noch interessieren an dem Projekt, an mir persönlich, an, weiß ich nicht, ne? Irgendwelchen An dir Leuten? persönlich? Na, keine Ahnung. Nee, Ich wäre im irgendwie. Prinzip haben die Leute vorhin eben schon alles gefragt, also wie viele Raid-Tage es ist. Es ist natürlich, ob 10 und 25 ist dann natürlich noch offen, soweit ich weiß. Da ist noch Richtig, keine ja. Entscheidung. Und Allianz und Horde ist mir eigentlich auch Wumpe. Ist Also auch noch offen. relativ, also Fragen habe ich da keine. Es ist halt, ja, höchstens der zeitliche Ablauf, wie lange das in etwa noch dauern sollte, bis Ja, dieses also wie gesagt, ungefähr steht. wir werden hiernach einen Testlauf machen in Raid-Instanzen. Also in Firelands. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob wir da 10er oder 25er Firelands machen. Je nachdem. Ich hätte halt ganz gerne, beziehungsweise es wird auf jeden Fall dann wahrscheinlich im Nachlauf nochmal so eine Runde geben, wo ich mit ein paar Freunden aus Top-Gilden oder so die ja, World of Logs nochmal analysiere und vielleicht auch nochmal so die Videos von denen analysieren lasse. Also, dass wir da quasi auch nochmal ein bisschen Content für die Seite haben, wo wir dann einfach über ja, das sprechen, was so darin abgelaufen ist. Und danach werde ich halt wissen, wen wir quasi in so eine gewisse Vorauswahl nehmen und wen wir da halt mit reinnehmen. Und dann geht's quasi auch schon weiter, ne? Ja, also wie gesagt, großartige Fragen habe ich jetzt keine mehr. Es war halt, wie gesagt, nur noch das eine, wie viel Raid-Tage, aber das sind ja drei bis maximal vier, hast du gesagt. Und Ja, das also ist alles andere eigentlich, ist halt für mich ja genau, unrealistisch das vermutlich. wäre für die meisten wahrscheinlich ein bisschen too much. Ist genau richtig, also von daher habe ich eigentlich so keine Fragen mehr. Gut. Sonst noch irgendjemand mit irgendwelchen Fragen? Ansonsten war es das nämlich quasi für heute. Wir sind am Ende der Instanz. Wir haben es auch wieder ganz so gut getimed, denke ich. So dass wir da jetzt nicht mehr
Informationen brauchen. Von euch grundsätzlich. Keine Frage. Gut. Ja, Mensch, dann, wie gesagt, ich habe gerade schon erklärt ein bisschen, wie es weitergeht. Bei YouTube wird es dann, wie gesagt, so weitergehen, dass das nächste Bewerbungsgespräch-Video kommt. Die nächsten Bewerbungsgespräche werden am Sonntag, ja, also diese Woche Sonntag, stattfinden. Und ja, danach werden wir nochmal wieder Bewerbungen analysieren. Also ihr könnt euch noch immer weiterhin bewerben, das ist kein Problem. Ich schätze mal, irgendwann in der nächsten oder übernächsten Woche wird eben dieser erste Raid sein, wonach wir dann halt zumindest schon mal eine grundsätzliche Anzahl an Leuten haben, mit denen wir planen und mit denen wir dann auch erste Entscheidungen treffen, wie Name, wie Server und so weiter. Ja, so geht's dann halt weiter. Also, bis zum nächsten Mal, YouTube.